Hallo Max. Max Lösse ist Gründer von Agrilution. Ich glaube, viele kennen euch vielleicht noch nicht. Magst du mal kurz erklären, was ihr macht? Gerne. Also mit Agrilution sind wir aktiv im Vertical Farming Umfeld und bringen da praktisch den Ort der Produktion so nah wie möglich an den Ort des Konsums. Also praktisch wirklich Vertical Farming für zu Hause. Und schöpfen damit die Vorteile dieser Technologie komplett auf. Das heißt, wir haben keinerlei Transportwege, brauchen keine geschlossene Kühlkette, keine Plastikverpackung und natürlich die anderen Benefits des Vertical Farmings allgemein, dass wir weniger Wasser verbrauchen, keine Pestizide, keinen nährbaren Boden, also das ist komplett ohne Erde, das System. Und ja, somit bringen wir praktisch frische Lebensmittel, die sich Kunden jeden Tag zu Hause anbauen können, direkt zu den Menschen nach Hause und tun dafür der Gesundheit was Gutes und gleichzeitig aber auch der Umwelt. Und die Zielgruppe sind tatsächlich die Endverbraucher mit ihren Wohnungen und Häusern zu Hause? Genau, also wir haben wirklich praktisch ein Küchengerät entwickelt. Das kann man sich vorstellen wie so ein Weinkühlschrank mit zwei Ebenen und da wachsen bis zu 18 verschiedene Pflanzen parallel. Und der Plant Cube, so heißt unser Gerät, der kümmert sich dann um die Bewässerung, das Klima, die Beleuchtung, dass die Pflanzen da vom Saatgut bis zur Erntereife zu Hause aufwachsen können. Was kann ich denn da alles anpflanzen? Mein Basilikum und mein Oregano oder auch meine Tomaten und Kartoffeln? Das ist eine gute Frage. Also wir haben praktisch 4 unterschiedliche Produktlinien von sogenannten Seed Bars. Das ist ein Substrat schon mit integriertem Saatgut. Das schicken wir trocken nach Hause und das legt man dann einfach ins Gerät ein. Und da haben wir Sorten wie eben den Basilikum, Koriander, Rucola, Salate, also so die Sachen, die man kennt. Wir haben aber auch eine Chef's Line, da sind so ganz ausgefallene Sorten für die kochbegeisterten oder kulinarisch begeisterten Leute. Dann haben wir jetzt auch ganz neue Tees im Sortiment und zum Beispiel eine koreanische Minze, um dann ein Wasser mit Geschmack anzureichern. Und wir haben einfache Gerichte, zum Beispiel eine Pesto-Mischung oder die Mischung für ein Sandwich oder für ein Stir-Fry oder eine Salatmischung, also praktisch so vorgefertigte kleine Gerichte, die man dann direkt anpflanzen kann. Okay. Wie autonom kann ich mich denn mit sowas ernähren? Reicht das, damit ich ein Jahr lang satt werde, wenn ich das über Agrilution anbaue? Oder ist es eher so für mal zwischendurch? Also unser Ziel war es, wirklich einen Beitrag zur Ernährung zu liefern. Das heißt, ich kann wirklich jeden Tag was draus ernten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir den Weg zum Supermarkt komplett sparen kann. Für Kräuter ja, absolut. Für Salate auch, teilweise. Je nachdem, also wenn ich jetzt jeden Tag eine riesen Portion Salat esse, dann nicht. Aber wenn ich mal einen Salat ernte, mal einen Stir-Fry, mal Kräuter, mal irgendwas für einen frischen Tee, so kann ich dann wirklich jeden Tag das Gerät in meinen Lifestyle integrieren und wirklich auch jeden Tag was draus ernten. Okay. Ihr sammelt ja auch Daten, die helfen sollen, die Ernährung der Welt zu verbessern. Das hört sich groß und gut an. Kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat? Ja, gerne. Also im Endeffekt kann man sich so vorstellen, eine Pflanze in der Natur ist ja ganz unterschiedlichen Umgebungsparametern ausgesetzt. Also unterschiedliche Beleuchtung, aber auch Wetter, Temperatur, aber auch abhängig von der Bewässerung oder von den Nährstoffen im Boden. Und was wir im Endeffekt machen, ist eine Pflanze in ein geschlossenes System packen, wo wir die Umgebungsparameter kontrollieren können. Aber auf der anderen Seite messen wir auch, was in der Pflanze vor sich geht, über Sensorik und können dadurch praktisch erkennen, okay, wenn die Pflanze mit mehr Blaulicht beleuchtet wird und in einer niedrigeren Temperatur, dann bleibt die zum Beispiel kompakter, entwickelt aber mehr Vitamin C. Mhm. Und solche Forschungsparameter können wir praktisch herausarbeiten, weil wir eben immer wieder kontrollierte Bedingungen in jedem einzelnen Gerät schaffen. Also wir können das bei uns im Labor machen, aber auch mit unseren Kunden zusammen. Mhm. Und die Daten, die damit generiert werden, helfen uns, auf einer globalen Sicht Nachhaltigkeit nachhaltiger zu gestalten, also den Ressourcen-Input praktisch effektiver zu nutzen und gleichzeitig aber
noch einen höheren Nährstoffgehalt zu produzieren und mehr Frischmasse in kürzerer Zeit. Also wir erhöhen die Produktion und versuchen die Ressourcen, die reingehen, zu minimieren. Okay, und du hast gerade, hast mir im Vorgespräch schon erzählt, Nico Rosberg hat vorhin auch schon einen Agrilution-Schrank bei euch gekauft. Ja genau, Nico Rosberg war gerade bei uns am Strand und war total begeistert und hat einen bestellt heute. Okay, hat er verraten, was er anbauen will bei sich zu Hause? Hat er nicht gesagt. Okay, vielen Dank. Gerne.